Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Ja, wir sind jetzt bei Athenas Heiligtum und ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass mich hier gleich die Schatten angreifen werden. Ich hoffe es nicht, aber es wird irgendwie immer dunkler. Wo müssen wir denn hin? Da ist der... Nein. Da ist der Eingang zum Gewölbe. Oh je. Das sieht irgendwie nicht gut aus. Ja. Ja, das ist mir schon klar. Oh. Erstmal ein Kampf oder was wird das hier? Nee. Verbundene Objekte. Gegenstände verschiedener Gewichtsklassen zu tragen, kann deine Fähigkeit, Sprünge oder Doppelsprünge, keine Ahnung, was das mit meiner Fähigkeit machen kann. Okay, also das kann man... Muss ich das jetzt einfach loslassen? Anscheinend. Ich habe keine Ahnung. Okay. Oh, ich mich jetzt gerade erschrocken. War das jetzt nur, um hier hinzukommen? Nee, wir brauchen das doch auch noch für irgendwas, oder? Ah, Moment. Okay, ich brauche was Schweres. Verstehe. Das ist doch miteinander... Ja, das ist miteinander verbunden. Okay, dann ziehen wir das mal hier rüber. Ah, was ist jetzt drauf? Vater, die Helden sind nicht genug. Ist nicht ganz drauf, aber es scheint zu funktionieren und es bleibt da. Gut. Nein. Nein! Oh! Ich wollte das eigentlich anvisieren. Genau, das wollte ich eigentlich machen. Ich wollte da nicht rüberspringen. Jetzt. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, was ist jetzt passiert? Okay, das ging ja jetzt noch. Aber ich befürchte, es wird noch richtig scheiße. Okay. Das müssen wir auf jeden Fall hier rüberholen. Die Frage ist jetzt, kann ich damit überhaupt fliegen? Ach so, Moment. Wir können aber... Ja, mit LB mache ich das genau. Das ist aber zu weit weg, oder? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das könnte ich vielleicht kriegen, aber ich brauche ja zwei. Wobei, da hinten liegt auch noch was. Oh Gott. Okay, kann ich das von hier aus auf die nächste Plattform bringen? Ich, Moment. A plus A ist Doppelsprung. Oh, geht das? Nein! Okay, das geht schon mal nicht. Also der Doppelsprung, der war okay, das war in Ordnung. Aber ich hätte irgendwie dann loslassen müssen oder so, schätze ich mal. Okay, das wird jetzt noch richtig kacke. Ich sehe schon. Eieiei. Okay, solche ekligen Sachen kenne ich ja leider schon zur Genüge aus Phoenix. Okay, A und A Doppelsprung ist zwar alles schön und gut. Äh.
Ich kann es auch gar nicht mehr loslassen. Was macht ihn jetzt? Hallo? Sollst du nicht nach unten? Was war denn das jetzt für ein Schwachsinn? Ich meine, das mit dem Loslassen hat sie jetzt gut hinbekommen, aber wieso ist sie dann nach unten gestürzt, statt weiter zu gleiten? Das muss ich jetzt wirklich nicht verstehen. Der Anfang lief ja super. Es hat genauso geklappt, wie es sollte. Dann war sie im Flug und dann auf einmal stürzt sie nach unten. Keine Ahnung, warum. Hallo, nimmst du das auch mal auf, wenn ich auf Y drücke? Dankeschön. So. So, genau das solltest du die ganze Zeit schon machen. So schwer... Nein! Hä? Ich kann aber auch nur das Kleine anvisieren. Wieso ist der denn jetzt zurückgegangen? Weil das andere nicht damit verbunden war, oder wie? Also rechts, denke ich mal, wird das eventuell einfacher. Ich weiß es nicht. Mal eben schauen, ob auf der anderen Seite noch irgendwas... Aber da ist ja nichts. Steht einer? Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt irgendwie nicht. Muss ich da rückwärts runterspringen oder sowas? Auch nicht, oder? Ach, auf einmal funktioniert's. Oh, nee, ne? Dein Ernst jetzt? Dein Ernst, dein Ernst, dein Ernst. Moment, hier muss das hin. So. Rede mit mir statt über mich, Zeus. Vertraue meinem Urteil. Ja, das wäre immer besser, mit den Leuten zu reden, statt über sie. Das ist richtig. Oh. Ich wollte gerade sagen, mach bloß den zweiten Sprung hier. So. Du musst aber auch da links rum, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das da hinten dann ist. Okay, keine Ahnung, warum ich jetzt hier keine Doppelsprünge machen durfte. Wahrscheinlich, weil ich sonst da runtergeknallt. Oh! Scheiße! Und ich sagte es gerade noch, ich bin so blöd. Kann die auch mal ins Nichts? Hallo? Ach, sterb doch einfach mal, Mann. Oh. Jetzt sag mir... Oh. Danke, danke. Ey, ich würd jetzt kotzen, wenn ich das linke jetzt auch nochmal machen müsste. Oh. Okay. Ich habe absolut nicht daran gedacht, oh, dass da ja auch noch ein Abgrund ist. Das war jetzt wirklich dämlich. Hier war der, ne? Genau. Ach, Mann, 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 Mann. Es hätte ja auch alles so einfach sein können. Oh, Mann. Hör auf. So. Vertraue mir. Lass mich dich führen. Athenas Statue steht ganz allein. Sie war immer für die Helden da. Also sollten die jetzt auch für sie da sein. Okay. Sich den jetzt damit bewegen oder nicht? Weil ich kann ihn irgendwie nicht. Hm. Was heißt das denn, dass das so lila am Leuchten ist? Nur, dass das verbunden ist? Nee, oh, da gehe ich kaputt, oder? Hat gerade was geflackert, aber... Hä? Also ganz ehrlich... Ich habe keine Ahnung.
kann es auch... Ach, Moment. Kann ich die denn so verschieben vielleicht? Was macht die denn wieder? Ach, ich bin ja auch so dämlich. Oh. Die Frage ist jetzt... Das war jetzt wahrscheinlich wirklich dämlich, was ich gerade gemacht habe. Oder muss ich die... Ich kann die zwar nach vorne machen. Ne, nach da kann ich sie zum Beispiel gar nicht machen. Achso, die muss nur da drauf, okay. Oder auch nicht. Doch. Oh oh. Hi Medusa. Du wirst nie eine Heldin sein, Phoenix. Mit einem Schreck bemerkte Phoenix, dass Typhon Athenas Essenz verdorben hatte. Die schlangenhaarige Figur auf ihrer Aiges war zum Leben erwacht. Oh. Ja, der ist ja toll ausgewichen hier. Ah, komm schon. Ach, komm, ey. Sie nimmt ja fast gar keinen Schaden. Also ich denke mal, dass sie wirklich nur Schaden nimmt, wenn sie jetzt nicht in diesen... Oh. Nicht in diesem Zustand ist. Ach komm! Mann! Und, also diesen Zustand meine ich jetzt. Ja, da nimmt sie nämlich gar keinen Schaden. Das habe ich mir schon gedacht. Das heißt, ich muss immer abwarten, dass sie in diesem Zustand ist. Oh, komm schon. Yes. Okay. Medusa ist ganz schön scheiße. Achso, mit den Dingern kann man gar nichts machen. Okay, gehen wir jetzt rechts oder links rum? Normalerweise gehen wir ja immer erst links rum. Schauen wir mal, was es da noch gibt. Da gibt es anscheinend noch eine Statue, die wir verschieben müssen. Oh Gott. Noch mehr von solchen Rätseln. Das finde ich aber nicht nett. Ist da jetzt irgendwas passiert? Ach so, Moment. Die Frage ist überhaupt, wo muss ich überhaupt hin? Mal eben hier hin. Oder muss ich das? Muss ich das da hin machen? Nee, oder? Hier haben wir ganz viele von diesen. Ach, ich muss nur die Teile. Frei machen, oder? Beziehungsweise... Ja doch, das hat irgendwas mit denen zu tun, weil überall sind diese Dinger da hingestellt. Frage ist, wird das so wieder zurückgesetzt? Anscheinend nicht. Und die nächste Frage ist, kann ich... Nee, das ist ja rot, da kann ich gar nichts machen, ne? Und eine Frage wäre auch noch, brauche ich das jetzt, um durch das Verlies durchzukommen oder nicht? Ah, okay, das können wir hoffentlich hier an der Seite so ein bisschen entsorgen. So.
Da müssen wir dann aber... da müssen wir dann irgendwie... da hoch. Oh, oh, oh. Das war jetzt nicht so schön. Okay. So. Frage ist jetzt, wo stellen wir dich hin? Können wir dich kaputt machen vielleicht? Anscheinend nicht. Mist. Ah, doch, so können wir ihn kaputt machen. Bleibt das auch so? Ja. Leute, ernsthaft? Bleibt das jetzt bitte so? Danke. Ich habe noch keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll oder wo ich jetzt hin muss. Boah, das ist echt ein Verlies. Ich glaube, das bringt mich hier gerade zur Verzweiflung. Und die große Frage ist, muss ich diesen ganzen Quatsch hier... Nein, 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 nein. Muss ich diesen ganzen Quatsch hier machen? Und die nächste Frage... Nee, das sind, glaube ich, nur die Punkte, wo ich... Jo. Was sind das für Punkte? Nein! Nein, nein, nein! Boah. Was sind das für Punkte? Kann man da irgendwas mit machen? Das hat nur mit den Kisten zu tun, oder? Mit der Verbindung der Kisten. Ja, weil es irritiert mich, dass das immer noch hier ist. Deswegen... Ich glaube nicht, dass ich da hochkomme, oder? Oh, 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 okay. Da komme ich hoch. Die Frage ist, ob mir das jetzt überhaupt was bringt. Wenn ich das Ding freiräume, okay, das könnte ich jetzt nach hier stellen. Das Problem ist halt nur, von wo muss ich schießen? Ich glaube nicht von da oben aus. Na, das geht direkt kaputt. Aua! Kann man das irgendwie auf die andere Seite stellen? So vielleicht? Nein, natürlich auch nicht. Müssen wir das umdrehen vielleicht, dass der Kleine auf der anderen Seite steht? Ich meine, dann könnte man ja zumindest... da durchschießen. Aber das geht... Na, das geht auch nicht, ne? Au. Au, au. Ja, ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht, was das jetzt hier soll. Ich habe ja jetzt hier auch gar keinen Punkt, wo ich irgendwie anfangen kann mit Bogenschießen oder so. Oder ist das der Punkt, der jetzt hinten angefangen hat zu leuchten? Dann müsste ich hier durch. Aber da muss ich das Ding trotzdem irgendwie wegkriegen. Aber... wohin soll ich dieses blöde Teil stellen? Es kracht ja überall zusammen. Ja, geil. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Och, dein Ernst jetzt. Du solltest nur rückwärts gehen und nicht in die Dinger reinspringen. Das ist so nervig, dass die wiederkommen. Kann ich die da hinten hinstellen vielleicht? Muss ich die überhaupt irgendwo hinstellen? Das ist ja auch noch so die Sache. Also ich nehme an, dass ich es hinstellen muss. Vielleicht reicht es ja auch aus, wenn ich das Teil irgendwie so ein Stückchen zur Seite stelle. Ja, so nicht.
Och, jetzt knall doch nicht immer darunter, Mann. Man da dran vorbei? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal zurück. Nee, das ist immer nur zum Speichern. Ich guck mal hier oben. Aber ich sehe irgendwie den ganzen Sinn der Logik nicht, weshalb ich das überhaupt machen soll hier. Tja. Also ich nehme an, dass es damit zu tun hat, dass man halt eben da durchschießen können soll. Aber ich weiß nicht, wo es anfängt. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt brauchen. Keine Ahnung. Ich schau mal eben da hinten nach. Was ist das hier? Achso, das war heilen. Eventuell kommen dadurch hier irgendwelche Sachen oder so. Ich weiß auch nicht, ob wir das jetzt brauchen, um weiterzukommen, oder ob das jetzt nur ist, um irgendwo an eine Truhe zu kommen oder so. Da mache ich das mit kaputt. Brauche ich das, um irgendwie rüber zu springen oder so? Da müssen wir da hoch. Also entweder stehe ich jetzt hier total auf dem Schlauch und verstehe einfach diese komische Logik von dem Ganzen nicht. Oder das ist so idiotisch gemacht, dass man die Logik gar nicht auf den ersten Blick sieht. Vielleicht ein bisschen was von beiden. Ich habe keine Ahnung. Doppelsprung. Ja, das ist schön. Ach du Scheiße. Okay, also bestes wahrscheinlich, wenn ich das... Ach so, das ist am Ende. Okay. So, da hinten. Ja, das ist schön, dass das so ein Spießrutenlauf hier ist. Hier müssen wir auf jeden Fall was Schweres draufstellen, damit irgendwas passiert. Aber da hinten auch. Aber wir haben ja hier nichts Schweres. Was leuchtet denn hier? Ah, eine Truhe. Sehr schön. Ja, also das ist schön, dass ich jetzt die Truhen gefunden habe. Das Problem ist nur, ich habe hier wirklich absolut nichts, was ich dahin bringen könnte. Es sei denn, wie ging das jetzt nochmal? Ich konnte doch...
Mit welcher Taste war denn das jetzt? Nein, 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 nein. Ich konnte doch ein Abbild erschaffen. Das war doch das hier, oder nicht? Hä? Wieso funktioniert das denn jetzt nicht? Okay. Also, oh, die habe ich total vergessen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir die jetzt mit nach da hinten nehmen sollen. Aber die sind doch nicht schwer. Oder sind die schwer? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Wie viele haben wir denn hier? Wir haben aber nur den einen. Wir können es mal probieren. Weil ich glaube nicht, dass das ein schwerer ist. Und ich weiß nicht, ob wir das schaffen hier. Oh, hallo, geht's noch? Ey! Ja, super. Oh, ist das ein Mist. Ist das ein Mist, das sage ich euch. Also manche von den Verliesen, da frage ich mich ernsthaft, wenn das jetzt so gewollt ist, wie ich das jetzt hier gerade mache, ob das jetzt deren Ernst war? Oh. Geht hier die Ausdauer gleich aus, ne? So, jetzt muss ich mit dem da hinten... Ach du Scheiße. Jetzt nimmt der das wieder nicht an. Na komm. Nein! Ach so! Scheiße! Das darf auch nicht... Och nee... Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ja, ist ja gut. Das wusste ich jetzt nicht, dass das da direkt dranhängt. Das ist ja Mist. Das ist richtig, richtig Mist. So, komm. So. Ich lege mal kurz ab. Dann warten wir, bis das Ding wieder hochfährt. Damit ich dann auch die Ausdauer dementsprechend noch habe. Oje, oje. Weil ich muss ja dann noch darüber springen. Nein, 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 nicht so nah, nicht so nah. Oh. Okay, okay, okay. Das müssen wir hier anbringen. Mal gucken, ob das jetzt schwer ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob wir die jetzt hatten oder andere ganz am Anfang. Weil das war nämlich auch... Doch, es war schwer. Okay, perfekt. Oh. Schon gar nicht mich berühren. Okay, wenigstens etwas. Aber die Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist ja noch okay, aber das nächste, das wird jetzt echt Mist. Nein! Och, komm schon. Ja, du kriegst es nicht hin. Ich weiß, ich weiß. Die ist auch manchmal so selten dämlich, was das Springen betrifft. So. Jetzt warten wir. Okay, okay. Okay, die legen wir mal kurz ab. So. Oh, komm schon.
Komm schon, das schaffst du noch, das schaffst du noch. Oh, perfekt. Was hat Ares sich gedacht, der Narr? Oh, ich habe keine Ahnung, was das jetzt auf der anderen Seite gewesen ist, aber... Wir machen erstmal das hier. Es geht nicht runter, oder? Hä? Okay. Das scheint aber soweit in Ordnung zu sein. Es sei denn... Okay, der Kleine kann anscheinend... Ich weiß nicht, ging der jetzt kaputt oder ging der jetzt nicht kaputt? Ich hab dich. Nein. Okay. Also ich habe keine Ahnung. Kann man mit dem Ding ducken, kann man sich aber... Nee, das kann man dann nur wieder loslassen. Aber das geht hoch genug, oder? Nee, das geht trotzdem kaputt. Kann auch nichts irgendwie mit dem Ding. Kann ich auch nicht anvisieren oder irgendwas. Naja. Es wäre ja sonst noch ein logischer Schritt gewesen, aber... Ja, keine Ahnung. Ich kann es ja nicht... Oder kann ich das wegschieben? Nee, ich kann es auch nicht... Den kann ich auch nicht wegschieben. Hier theoretisch nochmal durchspringen, oder wie? Ach, Moment! Der kann... Moment, der kann aber nicht kaputt gehen, oder? Kann man irgendwie den Strahl umleiten? Ich habe die ganze Zeit dieses Holzding im Kopf. Aber das ist ja gar keiner mehr von diesen Holzdingern. Ja, okay. Okay, okay. Ja, das... okay. Wie muss man das hier... Ähnlich machen. Okay, perfekt. Gut, das setzen wir aber erstmal ab. Okay, wo müssen wir denn hin? Da müssen wir durch an den Strahlen vorbei. Ja, und dann? Ach so, nach links. Nach links, okay. Gut. Boah. So, jetzt noch ein bisschen schneller. Achso, hier war kein Loch. Ich dachte schon, hier geht's auch wieder runter. Man muss den Menschen den Weg zeigen. Meinen Weg. Ja, und nun? Jetzt haben wir da wieder was, was wir schieben können, wenn ich das hier richtig sehe. Okay. Also, die nachfolgenden Videos können sich nur um einige Stunden verschieben. Oh, ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Der muss dahin. Ich fürchte alle. Nur noch zwei Helden. Ja, sie hat es gerade ausgesprochen. Ich wollte gerade sagen, ich befürchte allerdings, dass ich... Dein Vater und deine Mutter wollten das Beste für dich. Oh, nicht schon wieder. Ein einfaches, bäuerliches Leben, in dem du für eine Familie sorgst. Stattdessen stirbst du jetzt... Oh, eins hat? Allein. Nein!
Oh, Leute. Ist das euer Ernst? Oh, nee. Die geht mir auf den Sack. Nein. Boah. Boah, ey. Okay. Ja, ich würde sagen, da das andere wahrscheinlich eh nicht lange dauert, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest des Verlieses dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.